Herzlich willkommen wieder mal hier auf Mazes Clash Channel. Die Zeit nach einem großen Update ist ja bekanntlich noch so ein bisschen so eine Testphase, in der überprüft wird, ob denn alle Funktionen des Updates auch so wirklich angeschlagen haben, so wie sie denn sollten, ob die Balance im Spiel immer noch gewahrt ist und kurz danach, jetzt wäre so ziemlich der Zeitpunkt, wird dann immer ein Update noch nachgeschoben, das bestimmte Sachen wieder ausbalanciert. Und genauso ist es, morgen am 17. Dezember wird es ein Post-Update geben, das bestimmte Sachen ändert. Darunter sind zum Beispiel etliche Bugfixes, die natürlich durch das neue Update reingekommen sind und die werden ab morgen dann wieder Geschichte sein. Zum Beispiel kann man da ansprechen, dass über der Clanburg dieses Anfordern-Zeichen nicht immer angezeigt wurde, wenn dann die Clanburg leer war und man anfordern konnte. Aber was viel wichtiger ist, dass die persönliche Online-Zeit von 3 auf 4 Stunden erhöht wurde. Also die 3 Stunden Online-Zeit waren wohl anscheinend doch etwas zu wenig und deshalb hat sich Supercell entschieden, das Ganze auf 4 Stunden zu erhöhen, was natürlich vor allem den Spielern zugutekommt, da die eine Stunde einfach länger online bleiben können. Außerdem gibt es jetzt für alle Ligen mehr Schutz, nachdem ein Schild abläuft. Das ist super cool. Ich finde den Schutz selber richtig nett. Man kann danach einfach noch angreifen, während man trotzdem den Schutz hat. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie groß denn der Schutz jetzt nach dem Post-Update sein wird. In Titan 1 und Legend League wird der Schutz von 3 Stunden auf 4 Stunden angehoben, was natürlich verständlich ist, da man ja jetzt 4 Stunden online sein kann und in Titan 1 und Legend League wird natürlich diese 4 Stunden komplett gedeckt sein mit dem Schutz. In Titan 2 gibt es 3 Stunden, das ist auch eine 1 Stunden Erhöhung. In Titan 3 gibt es 2 Stunden Schutz, was auch eine 1 Stunden Erhöhung ist. Und in Champion gibt es auf allen Leveln von Champion 1 Stunde Schutz. Das war vorher 30 Minuten. Aber was vermutlich für die meisten zutreffen wird, ist, dass sie nicht oben auf Champion sind, sondern etwas weiter drunten. Und für die gibt es ab sofort 30 Minuten Schutz, nachdem ein Schild abgelaufen ist, anstatt den vorherigen 15 Minuten. Außerdem wurde an ein paar Parametern gedreht, die für das Clankrieg-Matchmaking zuständig sind. Da gab es auch nach dem Update noch ein paar Clankriege, die anscheinend nicht ganz so gleichgestellt waren, was die Gegner betroffen hat. Und deshalb wurde da an den Parametern auch ein bisschen gedreht und ab morgen gibt es dann hoffentlich noch fairere Clankriege. Außerdem hat man jetzt vor allem auch auf Rathaus Level 11 bei der Hexe Level 3 gesehen, dass sie doch ein bisschen overpowered ist. Es gab sogar einige 3-Stern-Angriffe, ja, 3-Stern-Angriffe auf Rathaus Level 11. Und das sollte nicht unbedingt gleich am Anfang der Fall sein. Und deshalb hat sich Supercell entschieden, die Lebenspunkte von den Skeletten ein bisschen herunterzuschrauben. Nur ein bisschen, aber immerhin. Und ich hoffe mal, dass das Balancing natürlich auch wieder etwas verbessert. Aber am allerbesten ist natürlich, dass es ab morgen Christbäume wieder geben wird. Ja, es wird wieder Bäume geben, sie können wieder schön spawnen. Es wird auch wieder das Winterthema geben in einem optionalen Update. Und alles ist wieder schön weiß danach. Außerdem zum optionalen Update, das wird es auch zum Runterladen geben, wird es ein Infofenster geben für die Online-Zeit, also für die Zeit, die ihr online sein dürft. Und auf der tickt praktisch eine Uhr herunter, auf der seht ihr, wie lange ihr noch online bleiben dürft. Und das Infofenster könnt ihr ganz einfach öffnen, indem ihr auf euren Schild draufklickt. Sehr, sehr nett und vor allem auch für die höheren Spieler ziemlich gut, damit die schauen können, wie lange sie denn noch online bleiben können. Und dadurch wird das Ganze natürlich auch noch deutlich mehr planbar. Außerdem gibt es weitere Crash-Fixes, also wenn das Spiel abgestürzt ist, dann nennt man das Ganze einen Crash und da gab es auch ein paar Verbesserungen, damit die natürlich nicht mehr auftreten. Und zum Schluss natürlich das allerbeste, was alle Leute freuen wird. Durch Rathaus Level 11 gab es ja vermutlich sehr, sehr viele Ressourcen, die dann wieder verwendet wurden. Vor allem die Rathaus-Szene haben ihre Ressourcen eingesetzt und sind erneut auf Ressourcenjagd gegangen. Heißt, wir haben in den höheren Rathaus Levels hier relativ wenige Ressourcen und daher gibt es einen 1-Gem-Boost mit dem Update für die Ressourcensammler. Sehr, sehr coole Aktion, freut mich, ich kann die Ressourcen gut gebrauchen und ich werde da natürlich durchboosten. So, das war's wieder mit dem Post-Update, kurz und knackig alles zusammengefasst. Die weiteren Änderungen findet ihr alle unten in dem Link, den ich in die Beschreibung reinposten werde. Da geht's ins offizielle Supercell Forum und da findet ihr auch alles auf Englisch, aber immerhin findet ihr die ganzen Änderungen noch, die morgen dann kommen werden. Und ich wünsche euch noch viel Spaß hier auf Mazes Clash Channel.